ist das eine geile Karre. Und willkommen zurück im Story-Modus von GTA 5. Die Mühle hier haben wir in der letzten Story-Mission mal richtig schön zu Schrott gelandet, aber wir sind high runtergekommen. Michael ist von den, ja, was waren denn das, Chinesen, Vietnamesen, ich weiß jetzt gar nicht, von den Asiaten auf jeden Fall gekidnappt worden, die denken, Michael wäre Trevors Lover. Gut, alles schön und gut, mal sehen, wie es weitergeht. Auf der Karte sehe ich ein gelbes D, gelb steht für Trevor-Mission, und zwar Devon. Also ich begebe mich dorthin, und da das doch eine ganz schöne Strecke ist, werde ich den Weg dorthin schneiden, und wir sehen uns gleich direkt bei der Mission. Ah, so, bin ich gerade überrascht worden, gerade noch einen Schluck aus der Pulle genommen. Devon, warte mal, wir sind doch hier bei Franklins Tante zu Hause. Wer oder was ist denn nochmal Devon und dann hier mitten im Ghetto? Who was Devon? Hier etwa? Ohne Witz jetzt. Lamar Davis, what's up? I'm part of the team, that's what's up. Ja, da hat es jetzt gerade ziemlich gebackt. Ich wurde jetzt einfach quasi aus der Mission rausgeschmissen und er hat angefangen, die allererste Story-Mission von GTA 5 wieder zu laden. Also das ist mir schon mal irgendwo passiert. Das ist echt ärgerlich, aber mir ist das schon mal irgendwo ganz am Ende von der Mission passiert, sodass ich da echt bestimmt nochmal 20, 30 Minuten zocken musste. Jetzt würde ich sagen, begebe ich mich nochmal kurz zurück zu der Mission, wo wir eben auch waren, beim Telefongespräch mit Lamar. Und das wiederhole ich jetzt natürlich nicht, das schneide ich jetzt natürlich. Und sobald wir wieder beim Telefonat sind, steigen wir direkt ein. Telefon. Patricia, Mrs. Madrazo. Trevor, oh, I miss you. All you boys. I miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Ja, Trevors heimliche Liebe. Und wir sind aber auch gleich wieder da. Und wie gesagt, hören uns jetzt kurz das Telefonat nochmal an. Das ging ja auch noch nicht allzu lange. Lamar Davis. Lamar. What's up? I'm part of the team. That's what's up. Team? I don't do teams. Devon West's car still a team? The one Frank's one? Oh, yeah, that one. Hey, look, I boosted the ride. I'm about to meet your boy Franklin, and I need your ass to pick up the Packer. Meet us outside the garage, and we taking these motherfuckers up to Polito Bay. All right, buddy. Fine. That's a long trip. Schwuppdiwupp. Und wir beamen rüber zu Franklin, Fragezeichen. Ja, Michael ist ja nicht da. Michael ist in der Hand der asiatischen Mafia. Oh, whatever it is. Hol den Wagen. Ja, machen wir das doch. Ja, und wenn jetzt keiner anruft oder irgendwas passiert, schneide ich das wieder, ne? Würde ich sagen. Muss mir hier nicht stundenlang beim Autofahren zugucken. So, da wären wir auch. Ah. Ja, das ist echt mal eine schicke Karre. Sehr schön. The boost, homie. How did it go? Any problems? You know me, fool. Yeah, I do know you, fool. So what you think? Smooth as silk. I'm thinking where the blood stains and the bullet holes and shit. Man, fuck. That amateur shit behind me, I'm a professional now. Like you and them old dudes. So tell me what happened. I saw the ride. I took the ride. No drama. No security. No one said, who the fuck is this gangly motherfucker doing in my car? Nothing.
That's worrying, man. That's some shady ass shit. Man, chill. Ja, wer weiß, ob da nicht ein PAL-Sender an der Karre ist, so wie das in GTA Online zum Beispiel ist, ne? There she is, homie. We straight. The boss man's happy. Then we'll get moving. And this old bust-ass nigga ain't no boss. Enough, nigga. Get your ass in the truck. Let's go. Ein Auto voller Luxuskarren. Let's get the truck. Paleto Bay, Sonora Freeway. Ob das gut geht. Begib dich zum Übergabeort. Jetzt gucken wir mal ganz schüchtern auf die Karte. Wo ist der denn? Oh, holy shit. Das hatte ja Trevor gesagt. Das ist ja echt mal ein Alter. Das ist nicht euer Ernst. Er ist immer richtig lange geredet. Hoffentlich labert ihr die ganze Zeit nicht. Cozy in here. Scooch up, home. Yeah. Scooch over here. Scooching in that crazy dude? Oh, hell no. That nigga stank. Get over here. I don't bite. That ain't what I heard. All cannibalistic and shit. Frank, what you been telling him? I say what I see, homie. You dig on man meat. Rumor and hearsay. We got a long way to go. I'd get comfortable. Aight, nigga, but don't try nothing. How far is it? In this thing? About 4 hours. Shit. It's your operation, Slick. Shit, if you all right driving, I'ma catch up on some sleep. Go for it. It's all right being the boss. Meant to be running things, but this fool's sleep. Yeah, I'll be asleep when your ass stop talking, nigga. Some boss. Ah, so haben wir schön in Kamerasicht auf den kompletten LKW. Hey man, what that other dude? The dude that creeped on that dude. Michael, his creeping days are done. Well, what you mean? He stopped creeping? No more creeping for him. He like retired from creeping? From everything. That's funny, cause like the boy Frank didn't mention shit about that, and as a matter of fact, I don't even know the dude, but considering the mutual acquaintances we got, I would have liked an invite to the retirement party. There weren't no party. No party? I used the term retirement euphemistically. Homie, for a dude that kills dudes and eats dudes and fuck dudes, you talk free. It's unconfirmed. What's unconfirmed? The fact that you talk stupid or the fact that you do some messed up shit? Or where the other dudes at? Like, maybe he's dead. The last one. Oh, shit, man. Fuck. Do Frank know about this? I don't know if Franklin knows, but let's just let him sleep. Shit. Yeah, it's a bummer. But, you know, he wasn't the good guy he made out. Man, dude was a killer, a thief, a liar, and irritable as shit. Yeah, a liar. Above all else, a fucking liar. Homie, you sound like some bitch he ain't called. Like, he lied to me. I am some bitch he didn't call for 10 years. Fuck, man, he fucked you. The fucker got fucked. Damn, he fucked the fucker himself. Shut up. Man, the first time's always special. I hope he was gentle with you. Enough of that. And enough about me fucking. I don't do that. As a rule. Maybe when I got to LS, I was a little overwhelmed by the place. I got a little out of control. But that ain't who I am, for the most part. But the Michael fucked you. Yeah, the Michael fucked me. And the Michael fucked Brad. And the Michael ran off with the FIB. Brad? Who the fuck is Brad? Brad is our boy back from the day. And Michael killed him? Michael got him killed. He died when Michael faked his death. I thought Michael died and Brad was in the pen, when actually Brad was in the ground and Michael was in hiding. And now Michael's dead and it's all okay? Michael's current condition is unconfirmed. I said that. But if he was dead, you'd be cool because of this Brad dude who died whenever. Yes. Man, I thought you and Michael were tight. So did I. Okay, that makes a lot of fucking sense. It's a lonely old road, ain't it? Lonely? Hey, I couldn't say. I mean, not really. A road's a road. It ain't got abandonment issues. Truckers on the blacktop making do. I don't need to make do. I need to make snaps on these rides. Sure. Yeah, the time will come. It's what happens before we get paid is what? Franklin's asleep. It's just me and you. What? What you trying to say? You want me to jack you off or something? Jesus, no. God, no. Of course not. Unless... Man, you's a sick fiend. Just fiendin' for some friendship. Friendship?
Right, whatever, man. It's just, truckers are a symbol of this country. No, part of its mythology, like cowboys, gangsters, hobos, gangbangers. Truckers are about the unsexiest myth I ever heard. Apart from hobos, maybe tied with hobos. Freedom. Loners in the night. You know what truckers do? Cut up women and get other dudes to jack them off. Come to think about it, aside from not lugging freight around the country, you got about all the necessary prerequisites for a fine career in haulage. No shame in that. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. So is friendship. All right. I see you still touching. Es wird eine lange Fahrt und eine sehr interessante Unterhaltung zwischen den beiden. Oh, dude getting paid to sleep. Don't even worry about him. The sleep of innocence. So he like in charge on this one? You work for him? He's a kind of figurehead. A puppet, if you like. With Devin Weston's hand up his ass. Right up to the elbow. That dude, real shame. Ooh, he's repulsive. But, well, once he's paid us, he can be whatever we want him to be. What you want him to be? I want him to be someone who understands that all the money in the world can't save him from a nasty guy who thinks he's an asshole. Now that's something I want to see. So, tell me, man, how y'all end up meeting? Michael introduced us. Me and Frank didn't exactly travel in similar circles. Nah, I mean the creeper. Michael? Ha! Yeah, I don't know. Yeah, you know. Oh, shit, what's happening? Wake up, you dozy motherfucker. One time was on a ride. This is what happens when you fall asleep on the job. What you gonna do? Okay, shit, I got an idea. Keep driving. I'm gonna take the tricked out JB-700 and get rid of the tail. Man, Molly said there'd be some hardware on board. Shit, we'll see. Hey, don't forget the headset, homie. Da schnappt er sich einen von den teuren Wagen. Oh, ich muss mal gucken, wo ich hinfahre. Mit der Kreistaste wechsle ich nämlich in die Kinokamera. Sehr schön. Dann gehen wir mal in die Außenperspektive, da klettert Franklin. Wie gesagt, mit der Kreistaste wechsle ich auf die Kinoansicht, aber dann sehe ich natürlich auch nicht, wo ich hinfahre. Deswegen ist das sehr unclever. Ich schalte mal ein bisschen weiter zurück, dann sehen wir auch mehr. Uhu! Tja, sieht für mich schwer danach aus, dass nicht die komplette Lieferung ankommen wird. Ah, den James-Bond-Wagen, jawohl. Vielleicht gehen diesmal auch die MGs. Ist ja eigentlich nur ein Filmwagen, ne? So, ich soll wechseln. Auf Franklin. Woohoo! Yeah! Also mit L3 kann ich die Stacheln fallen lassen und mit L1? Jawohl! Machen wir einen auf James Bond. Das ist ja mal eine geile Sache. Beim letzten Mission ging das nämlich schon mal nicht. Und Stacheln fallen lassen. Moment. Jetzt. Woohoo! Und nochmal Stacheln. Jawohl. Das macht Bock. Das ist eine geile Idee. Und nochmal Stacheln. Und der nächste ist weg. Und nochmal Stacheln. Das scheint jetzt einfach zu sein. Komm, wir lassen ihn mal vorbeifahren. Ich will nochmal ein bisschen schießen. Und Stacheln. Das ist geil. Ey. Das schöne Auto in Ruhe. Ja, haben wir ein normales Auto hier? Ach ne, in dem normalen Jeep macht das gar nichts aus. Das ist aber witzig. Ist das eine geile Karre. Wo sind sie denn, die Cops? Hey, this Franklin. Franklin Clinton. Mr. Clinton, short
For the record, this falls under attorney-client privilege. We got that shipment, you know? Cops was all over it, but we lost him. Where exactly you at? Was hab ich denn jetzt versaut? Trevor und Lamar wurden im Stich gelassen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe sie nicht mehr gesehen, die Jungs. Ah, wie ärgerlich. Und wie unkonzentriert. Siehst du, da habe ich einmal die Runde gemacht, wollte die Bullen cashen. So, wo steige ich jetzt wieder ein? Muss ich da was rausschneiden? Ach, schade eigentlich. Ja. Ach komm. Ich schüttel die Bullen ab. Und wenn das Telefonat losgeht mit Molly, dann steigen wir wieder ein, okay? Dann müsst ihr euch das Ganze nicht nochmal neu angucken. Was schon lustig ist. Wuhu! Alles klar. Eine geile Karre. We're coming up to GO8. Man, the cops is all over us. They slowed us down some. That's not surprising. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat? Man, you could have told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio Truck Stop. Be here soon. The lawyer chick's up at the Procopio Truck Stop. Procopio it is! Folge den Laster zum Übergabeort. Na, dann machen wir das ganz brav. Ist ja wahrscheinlich auch noch ein paar Meilen, die wir hier vor uns haben. Ja, wenn jetzt nichts Spannendes passiert, fahre ich dem LKW erstmal hinterher und schneide den Weg. Oder ich könnte auch da hinten drauf parken und mich einfach mitziehen lassen. Meinst du, das kriege ich hin? Rum, 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 obwohl das Fahren viel mehr Spaß macht. Ne, komm, lass es, bevor die Kiste komplett schrott geht. Oder? Komm, ein Versuch noch. Ich bin ja kein Cold Sievers, ne? Ach, hier, komm. Na, der geht doch nicht. Hab jetzt einen Versuch noch. Komm, drauf, das drauf, komm. Naja, lass gut sein. Er rutscht wieder runter. Ja, ich könnte es mit der Handbremse probieren. Warte mal, mit der Handbremse. Ist ja, irgendwie muss man sich ja beschäftigen hier mit der ganzen Zeit, ne? So, vorsichtig drauf fahren. Vorsichtig, mittig. So. Ich bin nicht richtig drauf. Ich bin nicht richtig drauf. Ich muss nochmal runter. So, mit Schwung. Mit Schwung. Und Handbremse. Naja, ich glaube, es macht das Auto mehr kaputt. Wow! Ach, da ist er lang gefahren, deswegen habe ich ihn vorhin verpasst. Siehst du mal. Ich hatte ja so einen Verdacht. Kann ich noch schießen? Ja, sowas von. Hey, I'm gonna speak to the legal counsel woman. Get us paid. Yeah, I heard about that CEO pay shit. Just make sure it's fair salary for the workforce, motherfucker. Triff dich mit Molly. Hello, Franklin. Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now, where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost cars and pop motherfuckers. Maturity is not really my fucking thing. Ah, mal sehen, ob wir das Geld dann tatsächlich nochmal irgendwann sehen. Hier steht auf jeden Fall eine richtig nette Karre und die Mission Träger ist bestanden. Na, ja, wenigstens 67% eine Silbermedaille. Oh, ist echt eine geile Karre. Die nehmen wir auch gleich mal mit. So eine Mischung aus, ich hätte mal gesagt, BMW. Ja, 7er BMW und Nexus. Irgendwie sowas. So, wir rufen nochmal Lester an. What's happening, Lester? Hey, look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dawg. Huh. Let's see, his phone is offline. His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Last usage is for a flight to North Yankton.
There was a signal from his cell back in Los Santos, but now nothing. Damn. Is he in the city, dawg? Shit, he could be in trouble, huh? Shit, all right, homie. Look, send him to my aunt's crib, all right? Alles klar, also Franklin hat jetzt ein bisschen spitz gekriegt, dass wohl irgendwas mit Michael nicht stimmen kann. Während der LKW-Fahrt hat er ja gepennt. Ich habe erst noch gedacht, vielleicht hat er es doch irgendwie mitbekommen und bloß die Klappe gehalten. Aber ich glaube, so zurückhaltend ist Franklin dann auch nicht. Also es wird noch einiges passieren. Ich dachte jetzt eigentlich, jetzt kommt irgendwann mal der große Raubüberfall. Das Ganze wird jetzt aber doch noch ziemlich in die Länge gezogen. Hier passiert noch einiges. Und ja, wird jetzt am Ende ja nochmal richtig spannend. Alles klar. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr mit dabei wart und hoffentlich auch in den nächsten Videos wieder mit einschaltet. Wir sehen uns. Bis denne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Den findet ihr hier unten außerhalb des Videos. Weitere Aufnahmen von GTA 5 findet ihr in der hier verlinkten Playlist. Wenn ihr weitere Let's Plays sehen möchtet, kann ich euch zum Beispiel Alien Isolation empfehlen. Sehr cooles Spiel. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite. Und wenn ihr up to date bleiben möchtet, dann abonniert doch am besten meinen Kanal. Da würde ich mich noch mehr freuen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Euer MacRalph.